Lang ist es her. Ein Top 10 Video. Dann wird es auch mal Zeit, euch endlich meine persönliche Top 10 DC Superhelden zu präsentieren. Schreibt am Ende gerne auch eure Lieblings-DC Superhelden in die Kommentare. Den Anfang macht Timothy Jackson Drake. Tim Drake wurde bekannt als der dritte Robin, der an der Seite von Batman und der Bat-Family kämpft. Er ist neben Batman einer der intelligentesten Figuren aus der Bat-Family und beeindruckt nicht nur regelmäßig mit seiner Hightech-Ausrüstung, sondern auch seiner Arbeit als Meisterdetektiv. Bereits als kleiner Junge kam er in Kontakt mit Bruce Wayne und Dick Grayson. Er war nämlich mit seinen Eltern im Publikum, als Dick Grayson tragisch seine Eltern im Zirkus verlor. Kurz davor baten die Drakes die Graysons sogar um ein gemeinsames Foto. Bereits im Alter von 9 Jahren konnte Tim durch seinen scharfen Verstand die Identität von Batman und Robin als Bruce Wayne und Dick Grayson ableiten. Inspiriert von den Heldentaten der beiden trainierte Tim sich in Kampfkunst, Akrobatik und seine Detektivfähigkeiten, um sich sowohl körperlich als auch intellektuell zu verbessern. Als Tim 13 wurde und sah, wie rücksichtslos und gewalttätig Batman nach dem Tod von Jason Todd wurde, wandte er sich an Alfred und Dick Grayson, der inzwischen Nightwing geworden ist, mit der Überlegung, dass Batman einen Robin braucht. Nach anfänglichen Schwierigkeiten erklärte sich Batman auch bereit, Tim zu betreuen und ihn zu trainieren, auch wenn er anfangs große Sorgen hatte, dass sich das Ereignis rund um Jason nochmals wiederholen könnte. Tim überzeugte auch als Anführer der Young Justice und später, wie es sich für einen Robin gehört, auch als Anführer der Teen Titans. 2009, nach dem Verschwinden von Batman, übernahm Dick Grayson den Mantel des Batman. An seiner Seite kämpfte Damian Wayne als Robin. Tim agierte ab dem Zeitpunkt als Red Robin. Dick Grayson sagte einmal, dass Tim Drake von allen Robins der Beste gewesen wäre. John Jones ist der Martian Manhunter. Der grünhäutige Dude vom Mars wurde 1955 durch einen experimentellen Teleportationsstrahl von Dr. Erdl zur Erde gezogen. Durch diesen Schock starb Dr. Erdl und dies verhinderte, dass John wieder zum Mars zurückkehren konnte. Er beschloss, fortan Verbrechen zu bekämpfen und wurde eines der 7 Gründungsmitglieder der Justice League. Anfangs war auch nicht bekannt, wie mächtig er wirklich ist. DC hatte tatsächlich auch Angst, dass er die Big Three überflügeln könnte bzw. ihnen die Show stiehlt. Mittlerweile ist klar, er ist einer der mächtigsten Superhelden. Aber wieso eigentlich? Martian Manhunter hat Gestaltwandlungsfähigkeiten, mal abgesehen davon, dass er stärkemäßig auf einem ähnlichen Level wie Wonder Woman und Superman ist. Kann er seine Gliedmaßen größen- und längenmäßig verändern oder sogar zusätzliche Gliedmaße nachwachsen lassen. Was ziemlich cool ist, er kann seine Dichte variieren, was bedeutet, er kann sie so stark erhöhen, dass er quasi unverwundbar ist, aber auch so verringern, dass er sich durch Objekte bewegen könnte. Was noch dazu kommt, ist Unsichtbarkeit und die Fähigkeit zu fliegen. Das klingt schon alles ziemlich krass, aber das waren eigentlich nur körperliche Fähigkeiten. John Jones ist der mächtigste Telepath der Welt und kann mit seiner Telepathie sogar Spectre und Dr. Fate kontrollieren bzw. beeinflussen. Was aber auch ziemlich krass ist und einen besonderen taktischen Vorteil für die Justice League bringt, ist, dass er alle Gedanken der Helden verbinden kann, also ein Walkie-Talkie ohne Walkie-Talkie. Er kann die Gedanken aller Bewohner der Erde gleichzeitig lesen, außerdem kann er Illusionen erzeugen, also ihr merkt schon, er ist ein ziemlich krasser Typ. Mal abgesehen von seinen körperlichen und psychischen Fähigkeiten ist er auch ein exzellenter Detektiv, Spürhund und Kämpfer, aber auch er hat eine Schwäche und das ist nämlich Feuer. Anders wie bei Kryptonit ist Feuer auch ziemlich leicht aufzutreiben. Batman schrieb in seiner Martian Manhunter Akte, dass er in vielerlei Hinsicht eine Mischung aus Superman und ihm selbst sei und wahrscheinlich deswegen mag ich ihn auch so. Leider hat er seit der New 52 nicht mehr so den Fokus wie vorher. Platz 8 belegt Nightwing, bürgerlich Richard John Grayson. Durch Dick Grayson entstand mehr oder weniger der Begriff Sidekick. Als berühmtester Sidekick Robin kämpfte er als erstes an der Seite von Batman und machte mit den Jahren eine außergewöhnliche Entwicklung mit, visuell, aber auch vom Mindset her.
Dick, der Jüngste in einer Familie von Akrobaten, die als Flying Graysons bekannt sind, wird Zeuge, wie der Mafia-Boss Tony Zucco seine Eltern tötet, um Geld von dem Zirkus zu erpressen. Nach diesem tragischen Mord nimmt Batman Bruce Wayne Dick Grayson als sein Schützling auf. Er erinnert Bruce an seine eigene Kindheit, dennoch er verlor seine Eltern sehr früh. Bruce bildet Dick zu seinem Partner Robin aus und er kämpfte jahrelang an der Seite von Batman. Von vielen Autoren wird er als erster Sohn Batmans betitelt. Er war ein Gründungsmitglied der Teen Titans, die er viele Jahre erfolgreich anführte. 1984 in Tales of the Teen Titans löste er sich von Batman und agierte ab dem Zeitpunkt als unabhängiger Superheld Nightwing, der einen großen Teil seiner Zeit Verbrechen in der Stadt Bloodhaven bekämpft. Ein ausgezeichneter Taktiker, Detektiv, Akrobat, Kampfkünstler und Nahkämpfer, ob als Robin, als Nightwing, als Agent bei Spiral oder als Batman, ich liebe Dick Grayson. Oliver Queen, ein wohlhabender Geschäftsmann, Berühmtheit in Star City und Eigentümer von Queen Consolidated. Doch insgesamt agiert er als berüchtigter Bogenschütze Green Arrow. Er debütierte auch 1941 gemeinsam mit seinem Sidekick Speedy aka Roy Harper. Und die beiden ähneln sich in vielerlei Hinsicht mit Batman und Robin. Die Abenteuer der beiden verliefen sehr ähnlich, weil sie natürlich ebenfalls keine Superkräfte hatten. Statt verschiedene Batarangs setzten sie die unterschiedlichsten Pfeile ein. Egal ob es Handschellenpfeile, Explosionspfeile, Bumerangpfeile oder ein Boxhandschuhpfeil war. Die Autoren hatten mit der Zeit auf jeden Fall sehr viele kreative Ideen. Außerdem hatten sie ein Arrow Car, Arrow Signal und eine Arrow Cave. Seine Origin-Geschichte wurde öfters verändert. Ursprünglich war er ein berühmter Archäologe, der sich auf die Kultur der amerikanischen Ureinwohner spezialisierte. Im Silver Age hingegen übernahm er privat die Rolle des Playboys, der versehentlich von seinem Kreuzfahrtschiff gefallen ist und auf der Insel Starfish Island strandete, wo er lernte, mit allen notwendigen Mitteln zu überleben. Dabei benutzte er natürlich einen von ihm selbst erstellten Bogen mit Pfeilen, entwickelte verschiedene primitive Pfeile und trainierte sich selbst in der Jagd- und Nahrungssuche. Sein grüner Anzug fungierte dabei hauptsächlich zur Tarnung. Als eines Tages ein Frachter vor der Insel anlegte, schwamm Oliver dorthin, in der Hoffnung, sie könnten ihn retten, jedoch befanden sie sich mitten in einer Meuterei von Piraten. Olli befreite die Crew und kehrte nach Star City zurück. Er erkannte, dass er seine Fähigkeiten zum Bekämpfen von Verbrechen nutzen könnte und agierte fortan als Green Arrow. Seine Origin-Geschichte wurde zwar immer mal wieder leicht verändert, aber die Version mit dem Playboy und der einsamen Insel wurde fortan eigentlich immer benutzt. Durch die Serie Smallville und Arrow war Oliver Queen einer der ersten Superhelden, mit denen ich in Berührung kam und deshalb gehört er auf jeden Fall in meine Top 10. Auch wenn er nicht so präsent im DC-Universum ist wie andere Justice League-Mitglieder, hat er sich dennoch sein eigenes kleines Universum geschaffen. Prinzessin Diana von Themyscira, besser bekannt als Wonder Woman. Ihr Schöpfer William Moulton Marston, der selbst ein Feminist war, sah das unerfüllte Potenzial des Comic-Medios und erstellte deshalb eine weibliche, starke und mächtige Superheldin, die seit Anfang der 40er die Superheldin schlechthin ist. Gemeinsam mit Batman und Superman bildeten sie die Big Three von DC und ließ regelmäßig die Kassen klingeln. Diana ist eine Amazone aus Themyscira, eine Insel, wo ausschließlich nur Amazonen leben, also nur Frauen, aber trotzdem gab es auch bei Diana mit den Jahren mehrere unterschiedliche Interpretationen bzw. hat sie sich auch sehr oft visuell verändert. Ursprünglich war sie der Champion der Amazonen, die Steve Trevor, ein US-Geheimdienstoffizier, dessen Flugzeug auf der Heimatinsel der Amazonen abstürzte, wieder in die Welt des Mannes zurückbrachte und fortan gegen das Verbrechen und das Böse bzw. verschiedene Nazi-Gegner kämpfte. Später wurde Diana mehr und mehr in die griechische Mythologie verankert. Ihre Kräfte wurden als Göttergaben gesehen, beispielsweise ihre Schönheit von Aphrodite, ihre Weisheit von Athene oder ihre Stärke und Schnelligkeit von Herkules und Hermes. Ende der 60er verlor sie zeitweilig ihre Kräfte und trainierte bei Qing fernöstliche Kampfkunst. In den 70ern agierte sie eher als eine hippe Agentin anstatt einer griechischen Kriegerin. In den 90ern jobbte sie als Fastfood-Verkäuferin, wurde später zur Mörderin und später zur Göttin des Krieges. Wonder Woman, ein sehr vielfältiger und facettenreicher Charakter, dem ich vor allem durch die ganze griechische Mythologie-Thematik einfach nur nice und interessant finde.
Aquaman, Arthur, Curry, ein Mensch-Atlana-Hybrid, König von Atlantis, Herrscher der Meere und leider auch einer der underratedsten Comic-Charaktere überhaupt. Leider anfangs echt schwach von den Autoren in Szene gesetzt und teilweise wurde er selbst von seinen Freunden in der Justice League ausgelacht. Aber mittlerweile ist er einer der wichtigsten Mitglieder der JL, was natürlich auch den Grund hat, dass er einfach ca. 2/3 der Erde, die durch Wasser bedeckt ist, kontrolliert mitsamt Meeresbewohnern bzw. kommuniziert er durch Telepathie mit ihnen. Atlantis und Aquaman sind eine wichtige Stütze bei DC Comics. Peter David brachte Aquaman das erste Mal zu dem Erfolg, den er verdiente. Er machte ihn düsterer und abgefuckter. Sein früheres, sauberes Image als Strahlemann war Schnee von gestern. Die Geschichten wurden viel deeper, interessanter und ernster, mal abgesehen davon, dass er seine Hand durch den verrückten Charybdis verlor und durch eine Harpune ersetzen musste. Einen weiteren Hype erlebte er beim Relaunch der New 52. Autor Geoff Johns und Zeichner Ian Reiss setzten Aquaman nicht nur durch grandiose Zeichnungen, sondern auch durch eine tiefgründige Badass-Geschichte perfekt in Szene, sollte auf jeden Fall jeder mal lesen. Insgesamt wurde Atlantis mit den Jahren immer deeper und mit mehr Geheimnissen ausgeschmückt. Beispielsweise ist Aquamans Dreizack eines der 7 mächtigsten atlanischen Gegenstände. Mit den Jahren baute er sich sein eigenes Universum auf, mit vielen Verbündeten wie Aqualad, Aquagirl, die ebenfalls verschiedene Interpretationen hatten, oder auch Mera, seine große Liebe und Frau an seiner Seite, die allerdings auch sehr stark und sehr mächtig ist. Ebenfalls machte er sich einige Feinde, wie den verstoßenen Kordax, Siren, sein verrückter Bruder Ocean Master oder sein Erzfeind Black Manta, der nicht mal davor zurückschreckte, Arthurs Sohn zu töten, ein Kind zu töten. Ein Superheld, der versucht, das Gleichgewicht zwischen Meeres- und Landbewohner herzustellen. Ein Superheld mit eigenem Willen, er tut stets das, was er für richtig hält, auch wenn es bedeutet, er muss töten. Platz 4 belegt Green Lantern. Ich liebe einfach dieses ganze Universum, was rund um die Lanterns geschaffen wurde. Seien es die Red, Yellow oder Green Lanterns, von denen ich besonders allen voran Hal Jordan mag, aber auch Kyle Rayner, Jessica Cruz oder den impulsiven Guy Gardner. Es sind einfach tolle Charaktere. Das Green Lantern Corps ist wie eine intergalaktische Strafverfolgungsorganisation bzw. Weltraum-Corps. Derzeit arbeiten unter den 3600 Sektoren des Universums knapp 7200 Mitglieder. Sie patrouillieren auf Geheiß der Wächter, eine Rasse von Unsterblichen, die auf dem Planeten Oa lebt, was auch gleichzeitig das Hauptquartier der Green Lanterns ist. Von diesen blauhäutigen Dudes bekamen die Green Lanterns die sogenannten Kraftringe inklusive einer grünen Laterne, die quasi zum Aufladen der Ringe dienen soll. Die Kraftringe sind unglaublich stark und gehören zu den mächtigsten Waffen im Universum, wenn man geschickt ist und genug Willenskraft besitzt. Die Hauptfähigkeit, die man auch meistens sieht, ist die Erstellung von Energiekonstrukten. Durch Gedanken des Trägers und durch seine Willensstärke sind ihm praktisch keine Grenzen gesetzt im Umwandeln dieser Willensstärke in physische Konstrukte. Vor allem Kyle Rayner kommt immer auf sehr kreative und einzigartige Konstrukte. Abgesehen von Superman kämpfen die Green Lanterns hauptsächlich im Weltraum bzw. verstreut über das ganze Universum und genau das finde ich unter anderem auch so interessant. Man lernt viele neue Planeten oder Rassen und Völker kennen und das Ganze gibt den Autoren echt viel Freiraum für kreative Ideen. Aber Grant Morrison, lass bitte die Finger von Green Lantern. Danke. Fast ein Jahr habe ich mich mit diesem Charakter intensiv beschäftigt. 25 Videos später muss ich sagen, The Flash ist einer meiner Lieblings-Superhelden. Die Welt, die um ihn herum geschaffen wurde, sei es die Schurken, Verbündete, andere Speedstars oder die vielen Geheimnisse der Speedforce, sind einfach klasse. Stand heute ist mein Lieblings-Flash Barry Allen, weil es einfach der erste war, mit dem ich in Kontakt gekommen bin und die meisten Comics, die ich hier habe, sind Stories mit Barry Allen, allen voran der grandiose Run von Joshua Williamson, der bisher mein Lieblings-Flash-Run ist. Aber ich habe auch noch nicht
alles aus der Ära Wally West gelesen, also kann sich das natürlich auch noch ändern und aktuell ist Wally ja auch der Primär-Flash. The Flash ist, wie es auch nicht anders sein sollte, der schnellste Held der Welt. In der Regel bekamen alle Speedstars ihre Supergeschwindigkeitskräfte im Zusammenhang mit einem Blitzschlag, mal waren es Chemikalien wie bei Barry Allen und Wally West oder einen Blitzschlag eines Speedforce-Sturmes, wie es im Williamson Run der Fall war, der uns übrigens auch Godspeed spendiert hat, einer der coolsten Flash-Routen. Dann gibt es aber auch noch Speedstars, die mit Hilfe einer mathematischen Formel ihre Kräfte bekamen. Durch das Arrowverse und der Flash-TV-Serie war diese Faszination für Flash irgendwie schon immer da und deshalb wollte ich mich damit auch viel mehr beschäftigen. Und ja, manchmal kann es schon etwas kompliziert werden. Ja, DC benutzte Flash, um das Multiversum einzuführen und um etliche Male die Kontinuität komplett auf den Kopf zu stellen. Aber im Endeffekt hatte dann doch alles Hand und Fuß und Flash konnte sein Ziel erreichen. Er ist und wird es auch noch lange Zeit bleiben, eine wichtige Säule in der Welt von DC. Jetzt kommt ein Charakter, dem ich ein Stück weit zu verdanken habe, dass ich überhaupt Comics lese bzw. mich mit diesem ganzen Kosmos auseinandersetze, und zwar der Mann aus Stahl, Superman, aka Clark Kent oder auch Kal-El, was sein ursprünglicher Geburtsname vom Planeten Krypton ist. Kurz bevor sein Heimatplanet Krypton zerstört wurde, schickten ihn seine Eltern in einem kleinen Raumschiff in Richtung Erde. Dort gelandet fand ihn das Farmerpärchen Jonathan und Martha Kent, die ihn dann anschließend auch adoptieren und ihn dann schließlich Clark Kent nannten. Er entwickelte mit der Zeit verschiedene übermenschliche Fähigkeiten wie den Hitzeblick oder den Röntgenblick. Er beschloss, diese Vielzahl an Kräften bzw. Fähigkeiten zum Wohle der Menschheit zu nutzen und die Erde vor diversen Schurken und Bedrohungen als Superman zu beschützen. In seiner zivilen Rolle ist er Journalist beim Daily Planet. Hauptsächlich agiert er aus der Stadt Metropolis heraus, wo er schließlich auch wohnt. Und wie es Gott sei Dank bei DC üblich ist, hat auch Superman sich sein eigenes Universum geschaffen mit einer großen und coolen Anzahl von Schurken, Verbündeten wie Supergirl oder Superboy, aber auch grandiose Nebencharaktere wie Perry White, Jimmy Olsen und natürlich seine Big Love Lois Lane. Superman etablierte und machte das Superhelden-Genre populär und war auch bis in die 80er Jahre immer noch der meistverkaufte Superheld in amerikanischen Comics. Natürlich haben wir Superhelden-Comic-Leser ihm auch einiges zu verdanken und diejenigen, die sagen, er sei langweilig und viel zu stark, Leute, beschäftigt euch erstmal mit dem Charakter, lest Comics von ihm, er hat genug Schwächen, teilweise mehr als andere Helden und es gibt sehr viele gute, interessante und spannend erzählte Superman-Stories. Meine Begeisterung für ihn entfachte übrigens die TV-Serie Smallville, 10 Staffeln und jede Staffel hat es irgendwie geschafft, mich in den Bann zu ziehen und löste im Endeffekt auch in mir diese Wissbegier aus, mehr über Superman und DC Comics zu erfahren. Superman ist einfach super. Er ist ein Mythos, eine Legende, der dunkle Ritter Batman. Seit 1939 fasziniert und begeistert er viele Comicleser und auch mich zog er in seinen dunklen Bann. Hinter Batman verbirgt sich der im Wayne Manor lebende Milliardär Bruce Wayne. Seine Origin-Geschichte hat eine lange Wurzel in der Welt von DC. Eine dunkle Gasse, ein Straßenräuber und der Tod seiner Eltern Thomas und Martha Wayne, das Ganze vor den Augen eines kleinen Jungen. Durch so ein Ereignis kann man sicherlich schnell traumatisiert werden, doch es blieb ihm sein Butler Alfred Pennyworth, der Bruce aufzog. Bruce legte einen Schwur am Grab seiner Eltern ab, seine Heimatstadt, die Heimatstadt der Waynes, Gotham City, zu beschützen und vom Verbrechen zu befreien. Er trainierte bei den besten Kampfkünstlern der Welt, studierte einiges, unter anderem Kriminalistik, um der beste Detektiv zu werden. Er wurde ein Symbol der Angst, eine Fledermaus. Batman. Er hat keine Superkräfte, seine Überlegenheit basiert auf Intelligenz, Willenskraft, hartem Training, der enormen Finanzkraft durch seinen Weltkonzern Wayne Enterprise, wodurch er auch die finanziellen Mittel hat für sehr viele technische Hilfsmittel bzw. Equipment, unter anderem das Batmobil oder auch das Batplane. Mal abgesehen davon, dass Batman der DC-Held schlechthin wurde und mit der Zeit auch einfach so viele grandiose Geschichten geschrieben worden sind, ist seine Schurkengalerie, finde ich persönlich, die beste von
allen. Es gibt so eine unglaubliche Vielzahl von Schurken, die einfach einzigartig sind und beim Lesen Spaß machen, dass man mittlerweile sogar Schwierigkeiten hat, eine Top 25 an Batman-Schurken zu erstellen. Es gibt einfach so viele gute Schurken. Und die Bat-Family, ich liebe es einfach, sie wächst und wächst, ob es Nightwing ist, Batgirl oder sein direkter Partner Robin, es wird einfach nicht langweilig. Als ich in meiner Kindheit die Tim Burton-Filme gesehen habe, war es ohnehin schon um mich geschehen, Liebe auf den ersten Blick. Was mich jetzt interessieren würde, sind eure Top 10 DC-Helden? Schreibt es gerne in die Kommentare. Das war meine Top 10. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet vielleicht auch das ein oder andere lernen. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal, eure Nerdcobra.